Hallo und willkommen zu einem kleinen Zwischenprojekt. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen erklären, weil ihr euch vielleicht fragt, warum spielen wir jetzt Portal? Warum um alles in der Welt? Warum jetzt Portal? Jetzt, wo alles wieder geht und der Uploadplan losgehen könnte, wieder ganz normal. Ja, theoretisch wäre das so. Problem ist nur, mir sind halt jetzt wirklich eine Menge Wochen Aufnahmezeit jetzt in der Summe weggegangen. Wenn man ja sagen muss, erst war das Problem, dass mein alter Computer hinüber war. Dann, für alle, die es interessiert, konnte ich jetzt nicht aufnehmen, weil mein neuer Computer einfach mal gedacht hat, ach, ich fange mir jetzt mal einen Virus ein. Und dementsprechend, naja, ich meine, das sind jetzt wirklich ein paar Wochen, wo mir jetzt Aufnahmezeit verloren geht. Und ich möchte jetzt einfach ein wenig in Vorproduktion gehen, sagen wir es so. Und damit ihr jetzt aber nicht weiterhin noch ein, zwei Wochen ohne Videos auskommen müsst, wobei ich jetzt doch nicht denke, dass es so lange dauern wird, aber, naja, man muss ja doch irgendwie auch die Zeit finden, man hat ja auch noch ein Real Life, das wird der ein oder andere von euch vielleicht kennen, und ich habe mir jetzt gedacht, was schiebe ich rein, irgendwas, was schnell geht, was auch interessant und vielleicht auch ein bisschen lustig ist, und dann kam mir die Idee, spielst du einfach mal Portal, das wolltest du sowieso mal let's playen. Und das Spiel hat den Vorteil, es ist ein verdammt gutes Spiel und es ist kurz. Das waren meine zwei Voraussetzungen, die ich an das Spiel, das ich jetzt hier einfüge, gestellt habe, und Portal erfüllt das. Und ich würde sagen, ohne weitere Vorrede gehen wir jetzt einfach mal in ein neues Spiel. Und... Achso, natürlich, das ist ja alles noch vermerkt. Wir fangen natürlich in der Testkammer 1 an, dem ersten Level. Licht. Da 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 da. Ra da 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 da. Komm mein Radio, tanz mit mir, Radio? Wie ging das? Ich hab die Steuerung schon nicht, Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Apertius. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, fallar muchas gracias. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Was ist hier los? Wer bin ich? Wo bin ich? Machen wir erstmal was Besonnenes. Werfen wir die Tasse ins Klo. Nicht da. So, da. So, was steht denn heute auf dem Plan? Erschossen werden, in Löcher fallen, von Kisten erschlagen. Oh, Kuchen! Es gibt Kuchen! Kuchen! Ja, Kuchen! Das schmeißen wir auch noch ins Klo rein. Und natürlich haben wir hier auch sehr schön ein Radio, mit dem wir hier super Musik hören können. Und übrigens, das hier sind wir. Die Frau, vor der hier gerade das Radio schwebt. Oh, sie hat telekinetische Fähigkeiten. Cher heißt sie, die Gute. Das Radio, würde ich sagen, nehmen wir mit. Die freundliche Computerstimme von gerade eben, mit der wir noch so das ein oder andere Mal unseren Spaß haben werden, war übrigens die von GLaDOS, der KI, die wir auch im Laufe der Zeit noch kennenlernen werden. Und wie wir ja schon erfahren haben, wir sind hier wohl in irgendeiner Teststrecke. Da oben sieht man auch ganz deutlich, wie viele Leute hier gerade unsere Tests beobachten. Das sind... 2, 3, 4... Gar keine. Dafür haben wir hier diese Kameras, mit denen uns GLaDOS beobachten kann. Was sie auch sehr gerne tut. Oh, Kamera. Und noch eine! Ha, die sind überall. Radio, beschützt mich. Ich glaube, wir haben hier drin keinen Empfang. Da haben wir wieder Empfang.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich will es jetzt mal ganz ehrlich sagen, für die, die das Spiel kennen, ich weiß, dass es ein Achievement mit diesen Radios gibt und dass man hier irgendwelche suspekten Nachrichten wohl empfangen kann. Ich habe mich an diesem Achievement nie probiert, weil es... Ja... Weil dann Portal 2 kam und das hat mich dann etwas mehr motiviert mit den Achievements. Und ich sehe jetzt schon, wenn ich jetzt schon die ganze Zeit an diesem Radio rumtue, wird das Projekt doch wieder nicht so lang, wie ich dachte. Ich weiß aber, dass man hier irgendwelche Störwellen empfangen kann. Also nicht Störwellen, sondern hochsuspekte Nachrichten. Ich muss das Radio nur dafür an die richtige Stelle halten. Oder es fängt einfach an zu piepsen. Ich habe mir überlegt, ob wir dieses Radio-Achievement machen sollen. Im Rahmen des Let's Plays. Ich meine, wenn wir das Spiel schon spielen, dann spielen wir es auch ordentlich. Aber ich habe mir dann überlegt, wir machen dann. Wir schauen, wie es kommt. Ich meine, ihr habt es unten an der Meldung gesehen. Ich habe das Achievement noch nicht. Wir schauen einfach mal. Das ist jetzt für mich keine Grundvoraussetzung an dieses Spiel. Ich wusste jetzt aber auch nicht, dass das einfach nur anfängt zu piepsen. Ich hatte jetzt irgendwas total Gruseliges erwartet. Dann hören wir lieber wieder schön gemütlich Musik. So. Da oben ist ein Würfel runtergefallen. Dieser Würfel muss auf diese Kamera geworfen werden. Oder auch nicht. Hui! Okay, der scheint ziemlich schwer zu sein. Aber wir haben ja unsere telekinetischen Fähigkeiten. So, dieses Rätsel ist natürlich unglaublich schwierig. Ich meine, wie ihr hier seht, die Gefahr ist sehr groß, hier einen Würfel an den Kopf zu kriegen. Ich würde einfach mal ganz stark vermuten... Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Okay. Aber mein Glücksradio darf ich doch bestimmt mitnehmen. Das war eine klare Aussage. Dann begeben wir uns einfach mal in den Fahrstuhl. Jetzt dürfen wir doch tatsächlich das Radio nicht mitnehmen. Das trifft mich schon echt hart. Und was ich ganz schön finde, in diesem Spiel gibt es eigentlich keine Ladezeiten. Die Ladezeiten finden hier statt, während wir im Fahrstuhl sind. Das kriegen wir also quasi gar nicht mit. So, und jetzt sind wir hier in Testkammer 1 von 19 und hier erwartet uns gar nichts. Aber ich höre schon wieder ein Radio. Ich höre es. Wo ist es? Was guckst du denn so? Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Super! Ich höre ein Radio. Nehmen wir einfach mal den Speicherkubus mit. Ah! Ah! Wir sind eingesperrt! Ich habe Angst! Ich habe Klaustrophobie! Das heißt, ich habe Angst vor jedem, der Klaus heißt! Vor allem vor Santa Claus! Kann man jetzt mal zugeben, wo schon die Weihnachtszeit so langsam näher rückt. Aber wo ist dieses... Ach, da bist du! Da komme ich jetzt doch, da komme ich ran. Komm! Super schwerer, super Speicher, Kubus, super Dingens. Du hilfst mir jetzt. Ich will dieses Radio. Ich hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Geschafft. Warum kann ich das Radio nicht aufheben? Jetzt. Okay, such mal wieder nach dem Störsignal, bevor wir den Test lösen. Wir können nämlich hier in die Testkammer nicht mehr zurück. Kommen der Sache näher. Oh, diesmal macht es komische außerirdische Alien-Geräusche. Ich will meine Musik wieder.
Dilli-di-di-di-di-di. Radio, du bist mein einziger Freund hier. Da-da-da-da-da. Und da geht das Portal auf. Leider muss ich dich jetzt hier lassen, weil wir den Kubus brauchen. Und zwar nicht hier, sondern da. Um ihn auf den Super-Knopf. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Und wenn ich es jetzt einfach trotzdem mache? Ist das nicht auch wichtig für die Testergebnisse? Was passiert jetzt, wenn ich andauernd beim Knopf verweile? Na? 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 Hast du das in deinem Protokoll vermerkt? Dann geh mal halt wieder. Aber ich nehme mein Radio mit. So. Mit diesen Kameras übrigens gibt es auch noch ein Achievement. Darauf komme ich auch noch zu sprechen. Und das ist falsch. Wir warten noch ein Röntchen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Wir warten noch ein Röntchen. Wir haben ja gute Musik hier. Und da haben wir uns jetzt die... Oh, oh, verstörende Geräusche. Glücksradio, beschütze mich. Ja, da geht es hin. Naja, ab in den Fahrstuhl zur nächsten Testkammer. Und wir fahren nach oben. Die Aperture Laboratories. Und... Da war doch eine Ladezeit. Wie gemein. Stell mich nur als Lügner dar, Spiel. Dann konnte ich mir jetzt aber Sie machen sagen, das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ach, da kommt das her. Ich hab mich schon gewundert. Guck mich nicht so an. So. Ein Fenster, was gibt's da? Oh. Eine Waffe. Ich will die Waffe. Ich will die Waffe. Gib mir die Waffe. Nein, nicht auf mich zielen. Nein, ich hab's nicht so gemeint. Oh. Tja. Dann gehen wir jetzt mal hier runter und holen uns... Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Okay, ich werde gut darauf achten, das Gerät auf keinen Fall aus... Gut, dass sie uns das gesagt hat. Und jetzt, wo wir das mobile Portalgerät haben, können wir vor allen Dingen diese Kamera zerstören. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ach, das sieht doch nicht wichtig aus hier, der alte Ramsch. Und da oben sehe ich schon das Radio, das wollen wir natürlich wieder. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Glaube ich zumindest. Das wird so nicht ganz hinhauen. Kommen wir so hin? Dürfte klappen. Wir können nur leider nicht allzu hoch springen. Radio! Mist. Ich will das Radio. Hm, vielleicht... Da ist es. Da ist es. Ich hab's. Wo ist es? Ist es... Ach, da ist es. Ich hab's das Portal geglitscht. Das kann ich. So, such mal wieder nach dem Störsignal. Es scheint hier in der Nähe zu sein. Hier beim Portalgerät. Schon wieder so ein Schwubbern. So, wir haben hier aber noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Falls das überhaupt noch funktioniert. Ja, es geht noch. Hier haben wir ja auch noch eine Kamera.
Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Ach, das kleine Kamerachen hier. Wenn man die alle kaputt macht, gibt's übrigens auch ein Achievement. Mal schauen, ob wir das auch schaffen. Und na gut, das Radio hole ich jetzt nicht extra. Wir wissen eh, was hier damit passieren würde. Deshalb ab in den Fahrstuhl zur nächsten Testkammer. Wir sind schließlich ein artiges Testsubjekt und wollen natürlich unsere Tests hinter uns bringen, um am Ende eine 1 zu schreiben. Genau deshalb sind wir hier. Jetzt wisst ihr, wo ihr landet, wenn eure Eltern euch was von der Sommerschule erzählen. Kamera, stirb! Achso, ja, wir müssen warten, bis das orange Portal offen ist. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Ich gebe mein Bestes, aber du stirbst manche erst. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ich bleib dabei, so wichtig sieht das nicht aus. Ich meine, ist doch immer so. Ein paar Ersatzteile hat man doch immer. Jetzt können wir mal was Lustiges machen. Hui! Okay, bei der geringen Höhe ist das noch nicht so lustig. Wir können aber mal... Hui! Wir kriegen übrigens keinen Fall Damage, egal von wie weit oben wir springen, weil wir spezielle Stiefel anhaben, die man aber nicht sieht, weil wir eigentlich keine Beine haben. Moment, wenn ich es so mache, kann man es vielleicht sehen. Da diese komischen... Gut, Stiefel ist das falsche Wort. Diese komischen Maschinen, die wir da an den Beinen haben, die verhindern, dass wir Fall Damage kriegen. Egal wie weit wir springen. Und da ist deine Kamera. Wichtiger Testapparat zerstört. Die sind nicht wichtig. Die sehen überhaupt nicht wichtig aus. So, dann hopsen wir mal hier rüber. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ich will meine Tochter aber nicht testen lassen. Ich habe sie erst testen lassen. Nicht verrückt. Da waren wir alle heilfroh drüber. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Also, auf zur nächsten Testkammer und... Mir fällt gerade ein, ich habe da unten das Radio vergessen. Mist. Naja, so viel dazu. Okay, in welcher Testkammer sind wir denn jetzt? Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Es ist nicht so vorkommend, wie Gladys sofort antwortet, wenn man ihr eine Frage stellt. Und wir können hier wieder von Würfeln erschlagen werden... Und Kameras kaputt machen. Zerstört. So, da haben wir noch eine. Ein Würfel und ein Radio. Wichtiger Testapparat zerstört. Bin mir auch sicher, ich werde früher oder später eine Kamera übersehen. So, holen wir uns erstmal den Würfel. Und das Radio. Auch wenn wir das Achievement jetzt schon nicht mehr kriegen können. Ist ja auch egal. Schauen wir doch mal. Vielleicht findet man die Stelle trotzdem. Das ging leicht. Okay. Wie weit sind wir denn ungefähr? Ach, die Testkammer mal auf jeden Fall noch. Die ist auch unglaublich schwer. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Dankeschön. Nicht überwacht. Was man da nicht alles machen könnte. Und ein Licht. Gut, die nächste Testkammer, würde ich sagen, machen wir noch. Und dann soll es das für diese Folge reichen. Ihr seht ja, wir kommen relativ schnell durch, aber natürlich werden die Testkammern auch etwas größer mit der Zeit. So. Willkommen in Testkammer 5, die nicht überwacht wird. Hier eine Kamera? Natürlich von wegen nicht überwacht. Wichtiger Testapparat zerstört. Ich dachte, du überwachst mich nicht. Ja, und dann noch eine. Wichtiger Testapparat zerstört. Aber Gladys würde mich doch niemals anlügen. Und wo ist hier eigentlich das Radio? Na gut, wir werden schon finden. Holen wir uns erstmal diesen Cube. Und hüpfen dann nach. Damit haben wir den ersten Würfel. Der wird, wie man sich vielleicht denken kann, auf diesen Knopf gehören. So.
Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben hier ein Portal. Wie kommen wir jetzt darüber? Wir können ja nur ein Portal setzen. Man könnte zum Beispiel... ob ihr es glaubt oder nicht, aber für dieses Rätsel habe ich am Anfang ein bisschen gebraucht. Weil ich die ganze Zeit von da unten versucht habe, darauf zu kommen. Was übrigens auch geht, man kann sich den Cube, wenn man einfach nur lang genug hochhüpft, auch schnappen. So. Das war... Langsam traue ich den Radius nicht mehr. Wie bist du da hingekommen? Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Warum lügst du mich Sehr an? Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Ich finde das interessant, dass unten in der Dialogzeile die 1 dasteht, obwohl sie ja eigentlich eine Störung hat, wenn sie die 1 sagt. Aber gut. Ich sag's euch auch gleich übrigens zu diesem Spiel. Ich weiß, dass die englische Synchro um einiges besser ist als die deutsche. Ich finde die deutsche deshalb aber auch nicht schlecht. Und deshalb habe ich mir entschieden, für alle, die Englisch nicht so gut können, die deutsche Synchro drin zu lassen. Eine Kamera. Ich würde sagen, da oben zielt jemand auf uns. Hüpfen wir einfach mal runter. Okay. Wo kriegen wir denn hier? Moment. Erstmal das Wichtigste. Wichtiger Testapparat zerstört. Fällt mir das Ding auf den Kopf. Aber gemein. Ah, ich weiß schon. Wir hätten das Radio mit einem Portal in die andere Kammer holen müssen. Dann hätten wir da das Störsignal gehabt. Naja. Dann hilft's jetzt auch nichts mehr. Dann eben. Moment, aber wenn wir schon gerade dabei sind. Hihihihihi. Jetzt zerstöre ich den wichtigen Testapparat wirklich. Das macht gar kein Geräusch. Naja, ich werde auf jeden Fall sagen, ich werde jetzt hier in diesen Fahrstuhl gleich reingehen. Und... Ach, ich gehe schon mal rein. So, können wir schon mal hochfahren. Und wird diesen Part schon mal beenden. Übrigens wird es bei Portal, da es jetzt nur so ein Übergangsprojekt ist, nicht extra diese Weiterleitung. Ich werde zwar schon Weiterleitung machen zu Playlist, vorheriges, nächstes Video und so weiter. Ich werde jetzt aber nicht extra diese Auflistung da designen, wie es bei den anderen Projekten ist. Einfach weil ich mir denke, das ist ein so kurzes Projekt und das ist jetzt nur so übergangsweise, da müssen wir jetzt nicht extra groß rumtun. Weil es ist auch ein bisschen Zeitaufwand, immer das zu machen. So enttäuscht da bin ich, dass es teilweise doch immer etwas... Ich weiß nicht, ich bin nicht ganz zufrieden damit. Es sieht immer ein bisschen schlampig aus, aber ich bin halt was dieses... Ich sag ganz ehrlich, ich bin, was dieses Designen und sowas angeht, dieses Webdesign und so weiter, bin ich jetzt nicht so der Allerbeste drin. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Okay, unter Vaporisierung möchte ich jetzt nicht unbedingt leiden. Ja, auf jeden Fall... Das ist nicht gerade eine meiner Stärken, deshalb brauche ich damit was länger und es sieht halt leider echt ein bisschen schlampig aus. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und wie gesagt, da das jetzt nur so ein kurzes, kleines Projekt ist, werde ich da jetzt nicht extra was designen. Weiterleitende Links wird es trotzdem geben. Die müssten dann jetzt irgendwo da oben, kann es gerade nicht zeigen, weil ich nicht an den Bildschirmrand hin kann, aber oben werden die wahrscheinlich erscheinen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieser erste Part schon mal gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann!